ist eine Art Zauber. Das meinte Agatha zumindest immer. Welcher Zauber? Der dunklen Sorte? Ein Wahrnehmungszauber. Naja, mehr ein Verfolgungsritual. Wie eine Seance. Und nein, er ist nicht dunkel. Hab's direkt von der Quelle. Ich bring's zurück, bevor Caretaker es vermissen kann. Ey, Mann, wir müssen was machen. Das muss ein Zeichen sein, oder? Dass wir alle vier den gleichen Traum von Wanda hatten? Alle fünf. Du gewinnst. Hol das Ouija-Brett raus. Schließ die Tür. Denkt dran, einmal angefangen, hören wir nicht auf. Konzentriert euch auf Wanda. Ego Spiritus Ad. Kapiert. Was habe ich gerade gesagt? Nicht die Verbindung abbrechen. Okay, sorry. Alles klar. So ist Atlantis versunken. Ego Spiritus Ad Me. 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 Oh! Habt ihr das auch gesehen? Nicht die Verbindung abbrechen. Hörst du jetzt auch? Ego Spiritus. Das? Denke schon. Abbrechen! Zieh den Stecker oder so! Zu spät! Spiritus ad me! Ego Spiritus! Negativen Zone in ihren Duschkabinen öffnen, wenn wir nach Hause zurückkommen. Falls wir zurückkommen. Wo hat uns dieser verdrehte Zauber hingeschickt? Das hier könnte eine Abstellkammer in Dr. Dooms Schlosskeller sein, wenn du mich fragst. Oder ein Lagerraum auf dem Schiff von Galactus. Eine Arrestzelle auf dem Skrull-Cruiser. Oh, das Innere von Robbys Gehirn. Da. Etwas Mächtiges. Etwas Starkes. Etwas Widerliches. Dort fangen wir an. War ja klar, dass du das sagst. Diese Einrichtung taucht in keinen Akten auf,
Auf keiner Karte, nicht einmal in den Köpfen dieser treuen Soldaten. Es bleibt also die Frage, wie seid ihr hergekommen? Keine große Sache, nur ein Trupp ultramächtiger. Und sehr bekannter Helden wie uns. Das muss ich machen. Du hast Glück, dass es uns nicht erlaubt ist, dein Leben zu nehmen. Du hattest deine Chance zu entkommen. Heil den hier. Gemeinsam sind wir unaufhaltbar. Nicht grandios, nicht furchtbar. Niemals aufgeben! Och, endlich haben sie mich! Eindringlingen ist das die letzte Gruppe, mit der ich gerechnet hätte. Die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Ort Hunter anzieht, war wohl hoch. Aber ihr zwei? Wie heißt ihr doch gleich? Nancy und Margaret? Okay, jetzt verarscht er uns einfach nur. Was ist mit dem hier? Lass ein paar für uns übrig. Lass mich helfen. Das wird bestimmt gut. Jetzt ein Gang höher. Ihr solltet aufpassen, wo ihr in meiner Anlage mit eurem Stab oder euren Schwertern oder anderen verzauberten Labwaffen herumfuchtelt. Durch meine Modifikationen ist der Gamma-Beschleuniger ziemlich instabil geworden. Ich will nicht, dass ihr euch wehtut. Die Kanya-Sonde ist sehr unzuverlässig, wenn das Gerät beschädigt ist. Tony Stark hatte recht. Wir kommen zu spät. Sie gehört jetzt Lilith.
der Tod kann sie noch erlösen. Was? So nicht? Nein, so machen wir das nicht. Habt ihr denn noch nichts gelernt? Lass sie in Ruhe, du Monster! Ich versichere euch, Miss Maximoff steht frei zu tun, was sie will. Sie wirkt weder frei noch willig auf mich. Ach. Wagner, möchtest du irgendetwas sagen zu deinen Freunden? Führt jetzt meine Hand. Langsam macht alles Sinn. Tony muss gewusst haben, dass ich ihre Energien brauche, um die Reaktion zu stabilisieren. Vielleicht dachte er, ihre Verbindung zu euch beiden würde irgendwie das unvermeidliche Gemetzel verhindern, das jetzt beginnt. Vielleicht seid ihr auch einfach seine Kanarienvögel im Stollen. Jedenfalls habe ich ihn möglicherweise unterschätzt. Geht's dir auch wirklich gut, Brucey? Du klingst nicht gerade stabil. Er klingt schon fast wie Faustus. Du brauchst das mehr als ich. Bin das nur ich oder sehe ich anders aus? Das macht es dir nicht leichter. Zögert nicht, Freunde. Ich tue es auch nicht. Verliere dich in ihren Worten. Ihr Wille geschehe. Euer Gesichtsausdruck. Aufrichtiges Erstaunen. Waren wir... So leichtgläubig. Es gibt kein Wir mehr, Verräter. Dieses Land. Und doch seid ihr alle hier und versucht, Wanda zu retten. Ich würde sagen, unlogisch kann auch auf die Liste. Uns von Penner nicht provozieren lassen. Vergiss es! Wir wollten dir nicht wehtun. Ihr könnt mir nichts anhaben. Die Mutter lässt nicht zu, dass mir jemand wehtut. Nie wieder. Das ist nur eine von Liliths Lügen. Ich habe so etwas schon viel zu oft gehört. Sehr effizient. Das wird helfen. Ich habe dich nicht um Hilfe gebeten.
Neu formieren und auf Verstärkung warten. Ich glaube, du wirst auch nicht abgekommen. Deine Geschichte. Fürchte dich nicht vor der Armee. In ihren Augen ist nichts mehr von Wanda übrig. Nichts. Dieser Frieden. Diese Harmonie der Energien. Gebündelt in einer Gestalt. Sie ist wirklich erstaunlich, nicht wahr? Ich dachte immer, Scarlet Witch wäre mächtig. Aber durch Lilith ist Wanda Maximoff transzendental geworden. Seid still. Alle beide. Ich dachte, wir wären... gehört längst ihr. Anbieter, bringt sich in Position. Beenden wir es. Gegenseitig hier unten töten. Oh, ich glaube, exakt das ist es, was ihr tun müsst. Mit dir redet keiner, Demo-Nerd. Du klingst langsam wie Crossbones. Für gewöhnlich funktioniert das. Ich glaube, so bald stehen die nicht auf. Nun, diese Begegnung hat wahrlich meine Erwartung gesmasht. Komm schon, Bruce. Lass dich nicht zu sehr hinreißen. Wir hatten ja vor, sie lebendig zu fassen. Andererseits... Wanda? Eliminiere sie. Es ist vorbei. Verschwinden wir! Jetzt! Wanda, halt! Ich bin's! Das ist nicht sie, Nico! Sie kann dich nicht mehr hören! Bitte! Ich hoffe, du bist soweit. Versuchen wir. Genau das Richtige für diesen Kampf. Ich bin zurück und will mehr. Höher.
Sieht aus, als bekäme ich noch einen Versuch. Sieh genau. Das war wirklich hammermäßig. Du hättest nicht herkommen sollen. Du hättest mich nicht provozieren sollen. Fühlt sich noch jemand irgendwie komisch? Wird nicht gut für dich ausgehen. Das dürfte mir im Kampf helfen. Mutter hat mich gewählt, nicht euch. Verliere dich. Ihr Wille geschehe. Mit einem Spaß! Probieren wir es. Ich bezweifle, dass sie so schnell wieder aufstehen werden. Stellung gefällt mir. Gut, wir haben den Agenten in Gewahrsam. Jetzt schnell weg, bevor Hydra einen Suchtrupp schickt.